Das folgende Video wird euch präsentiert von lootstore.de. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Review, Mini-Review. Ja, obwohl es ist eine ganze Menge, weil es ist nicht nur eine Figur heute, sondern es sind gleich ein paar mehr. Denn ich habe sie endlich, die Dorps zum Masters of the Universe. Ja, an die She-Ra erinnert ihr euch vielleicht noch, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Vielleicht erinnert ihr euch auch, dass ich darüber sehr gemeckert habe, dass es den Battle Cat auch nur in dem Shop gab. Den habe ich jetzt natürlich nicht hier, aber es ist in der Mache. Ne? Über kurz oder lang werdet ihr auch den Battle Cat bei mir noch auf dem Kanal sehen können. Und jetzt habe ich erstmal die regulären Dorps. Ich habe die meisten hier schon ausgepackt, den hier jetzt noch nicht. Weiß auch nicht, ob ich den überhaupt auspacke. Ne? Aber also die sind ja nicht wirklich verklebt. Obwohl, in diesem Falle doch. Ne? Es ist nicht besonders, es hält nicht besonders gut, nie aus irgendeinem Grund. Die Dorps sind teilweise verklebt, aber nur oben und nicht unten. Das ist irgendwie obskur. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ob es da einen bestimmten Grund für gibt, dass sie oben einen Klebestreifen drauf haben müssen und unten nicht. Frag mich nicht. Auf jeden Fall ist das mit Masters so eine Sache. Durch die Masters haben sie uns dazu gebracht, Dorps zu mögen. Das ist schon echt Funko, ihr Lümmel. So, ich zeige euch mal die Box. Ne? Wir haben hier passenderweise gleich den Chase. Ne? Hier steht Dorps, hier steht die fortlaufende Nummer. Die ist immer grundlegend fortlaufend bei den Dorps. Also keine Reihe hat eine eigene Nummerierung, sondern jeder Dorps hat einfach die nächste Nummer. Ne? Ist einmal so. Dann haben wir hier den Chase-Sticker. Das ist ganz witzig, weil wenn du dir die Packung anguckst ohne den, dann wird das total nackig. Aber hier ist er drauf. Ne? Hier ist der Alterssticker, den sie haben müssen, ne, für Europa. Und dann eben hier die ganzen Informationen. Masters of the Universe, das ist Skeletor. Ne? Und Vinyl Collectible. Und die Choking Hazards natürlich auch. So, auf der Seite haben wir, ne, das schöne Artwork auch von der Burg. Ne, das sieht mal sehr geil aus. Und dann haben wir die Figur komplett oben Masters. Dann auf der Rückseite sieht man dann den Dorps von hinten. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Dadurch, dass die dann so offen sind, die Boxen, scheint da auch sehr viel Licht rein. Ne, und man kann die auch schön in der Box displayen. Das finde ich ganz ordentlich. Hier auf der Seite sehen wir einfach mal alle Figuren. Die zeige ich euch jetzt aber nicht so genau, weil da kommen wir ja später mal dazu. Ah, ich sehe gerade, ein anderer fehlt mir auch noch, und zwar der Faker. Der ist Walmart-exclusive und da bin ich auch dran, dass ich den kriege. Also sobald der Faker und der Ride da sind, wird es da nochmal kleine Reviews zu geben, weil ich muss die euch alle zeigen. Ich habe einfach Bock drauf. Ich bin ja ein riesen Masters-Fan, das wisst ihr ja. Und Figuren sammle ich da momentan nicht so viele von, weil mir die einfach zu hochpreisig sind. Aber diese Dorps finde ich cool und da musste ich unbedingt alle von haben. Außer einen. Aber da komme ich dann auch gleich noch zu. Ich hole einfach mal den Skeletor raus, damit ihr euch den auch mal genau angucken könnt. So. Die kamen jetzt vor kurzem an. Der Witz an der Sache war, die kamen an und da waren sämtliche Schwerter abgebrochen. Und das war natürlich sehr, sehr traurig. Was aber ein Verpackungsfehler ist im Prinzip. Die haben das Schwert so gebastelt, dass das auf dem Blister innen aufliegt und jede kleine Erschütterung sorgt dafür, dass das dann mal kurz nach oben gedrückt wird und dann ist das sofort abgebrochen. Die haben das alles geklebt, es ist alles kein Problem. Und ja. Kommen wir gleich zu. Ich zeige euch erstmal den Disco Skeletor. Das ist der Chase Skeletor. Ist an sich eine blöde Figur damit anzufangen, aber ihr sollt ihn trotzdem gesehen haben. Ne? Disco Skeletor, es sieht obskur aus. Ne? Also wirklich seltsam. Ich finde auch, der Skeletor hat einen etwas merkwürdigen Gesichtsausdruck. Das ist ganz, ganz komisch. Ne? Aber die Figur selber ist echt cool. Also ich mag den. Ich finde den super. Warum mag ich Dorps? Was ist da passiert? Keine Ahnung. So, da habt ihr den Disco-Skeletor gesehen. Und natürlich gibt es Disco-Skeletor nicht ohne den normalen auch. Ne? Weil das ist eben die normale Variante. Das andere war ja der Chase. Jetzt zeige ich euch nochmal den normalen Skeletor. He-Man, ich werde dich besiegen. Ja, Entschuldigung. Ach ja. Sieht auch komisch aus, aber irgendwie geil. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ne? An sich total simpel, diese Figur. Ne? Da ist nicht so viel dran, aber... Ich mag diese Masters-Figuren einfach zu gerne. Ich finde die toll. Ich weiß nicht warum. Und selbst Skeletor kommt ganz gut. Ich finde es schade, dass sie bei dem Disco-Skeletor haben sie unten das so ein bisschen grün gemacht, dass sie das bei dem normalen nicht gemacht haben. Weil das würde mich dann doch etwas sehr an die Figur erinnern. Und die fand ich damals sehr toll. So, dann zeige ich euch erst mal den He-Man. Und da war das nämlich so, dass genau an dieser Stelle hier das Schwert abgebrochen war. Ne, meine schlechten Sekundenkleber-Skills haben dafür gesorgt, dass das Schwert wieder dran ist und der ganze He-Man auch ein bisschen klebrig gewesen ist für eine Zeit lang. Aber was soll's, das Schwert ist dran, es ist fest und es sitzt gut.
Und hier seht ihr jetzt den He-Man in seiner vollen Pracht. Ich finde, der ist super gelungen. Ich weiß nicht, ich mag den. Ich finde den total cool, wie er da, wie er uns angrinst mit seiner tollen Pagenfrisur. Ne? Es ist alles da, was man von He-Man kennt. Seine Rüstung, seine Hose. Bewegungspunkte haben die natürlich wieder größtenteils nicht. Die Köpfe kann man drehen. Ne? Und halt auch von hinten hier, ne, ist das sogar angedeutet, dass man das Ding hat, wo man sein Schwert halt reinpacken kann. Und das Zauberschwert ist natürlich auch dabei. Guckt euch das mal genau an. So sieht das Zauberschwert aus. Wirklich schön gelungene Figur. Eigentlich ganz, ganz niedlich. Und die Dorps, die wiegen echt was. Also ich war echt überrascht, als ich das erste Mal ein Dorps in der Hand hatte, wie schwer der doch ist. So, und zu He-Man gab es auch eine Chase-Figur. Das ist echt nervig eigentlich. Diese Chase-Scheiße hasse ich wie Pest. Vor allem hier war ich wirklich sauer, dass das der Chase ist. Weil für mich ist das eine eigenständige Figur. Ne? Klar, es ist im Prinzip nur ein Repaint von He-Man. Aber ich hätte es okay gefunden, wenn man jetzt zu dem He-Man einen Faker als Chase gemacht hätte und nicht als Chase, den Adam, der für mich im Prinzip eine eigenständige Figur darstellt. Ne? Klar, es ist He-Man, aber ne, ich finde das scheiße. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat mich das angenervt. Aber auch der sieht echt toll aus. Ne? Und das ist halt Prince Adam und ich finde den super. Ne? In seinen lilanen Space Pants sozusagen. Komme ich immer auf Space Pants neuerdings? Das ist irgendwie so ein Joke mit Peter Dinklage. Space Pants. Aber mal googeln, dann wisst ihr, was ich meine. Ne, er hat sein schönes lilanes Schwert und auch das war abgebrochen. Und das war natürlich sehr, sehr traurig, weil die Chase-Figuren kosten ja auch ein Stück, ne? Die kosten ja auch ein Stück. Ich habe meine bei Loot Store gekauft, kann ich übrigens nur empfehlen. Da kann man das durchaus mal machen. Der hatte die auf jeden Fall alle da für mich. Und das lief auch super. Ich war zufälligerweise auch gerade da, als die angeliefert wurden. Und dementsprechend konnte ich da gleich mit auspacken und mir die angucken und fand das total toll. Also das war echt eine coole Sache. Wir sind aber noch nicht fertig, wir haben noch mehr. Wir haben unter anderem noch Man at Arms. Ne? Also die Dorps, also ich warte echt auf einen Orko. Ich habe Bock auf einen Dorps Orko. Macht einen Dorps Orko. Ne? Angekündigt, weiß ich gar nicht, ob welche sind. Es sind auf jeden Fall neue Pops angekündigt, was ich sehr geil finde. Ne? Der Trapjaw ist jetzt schon angekündigt und vielleicht sind inzwischen auch schon weitere angekündigt, man weiß es nicht. Aber ich hoffe ja, dass da viele tolle kommen. Ne? Beastman, Trapjaw kommt jetzt halt. Ein Triclops will ich unbedingt haben. Ein Zodek will ich unbedingt haben. Und ich würde mich freuen, wenn sie Rock Candy Figuren machen. Da würde ich mich über eine She-Ra, eine Teela und eine Sorceress freuen und über eine Shadow Weaver. Ne, und Hordak brauchen wir auch als Dorps und als Pop. Meinetwegen können die alle reinmachen, das ist mir völlig egal. Ich will sie haben, ich finde sie toll. Den Man at Arms finde ich geil. Ne? Duncan hier mit seinem Schnurrbärtchen, das finde ich super. Fand ich immer schade bei der klassischen Figur, dass die den nicht hat. Aber auch der hat halt alles das, was man von Man at Arms kennt, ne? Außer Waffen. Die hat er nicht, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber egal, ich mag ihn trotzdem. So, und dann kommen wir schon jetzt so schnell. Das ging relativ fix, ne? Aber ich war gut vorbereitet, ich habe die Figuren vorher schon ausgepackt. Habt ihr übrigens mein T-Shirt gesehen? Muss ich euch mal zeigen. Das habe ich nämlich gerade frisch bestellt. Ne? Ist heute gerade angekommen erst. Masters of the Universe von Shirt Punch. Fand ich sehr geil. Die haben immer so Motive, die man nur einen Tag lang kriegen kann. Und das hatte ich dann irgendwie gesehen, zufälligerweise. Und habe das kurz bevor dann zu Ende war, habe ich noch schnell eins bestellt. Und ja, gefiel mir gut. Masters Shirt. Endlich habe ich mal ein Masters Shirt. Ich habe nämlich sonst gar keins. Kein einziges Masters of the Universe Shirt. Glaube ich. Nee, habe ich auch nicht. Oder habe ich eins mit Skeletor oder so? Nee. Doch. Natürlich, das von Funko mit Skeletor, das habe ich natürlich, klar, keine Frage. So, und der letzte ist Merman in grün. Und ihr sagt jetzt, Moment, wieso ist das der letzte? Merman hatte doch auch einen Chase, hm? Wo ist denn der? Ja, den habe ich mir nicht geholt. Den blauen Merman fand ich langweilig. Bei dem Disco-Skeletor und dem Skeletor, das fand ich interessant, weil das war eine ziemliche Änderung von der Figur. Ne? Die hat einen kompletten anderen Paintjob, der die Figur optisch auch ganz anders wirken lässt. Ne? Ich zeige es euch nochmal im Vergleich, das könnt ihr dann auch nochmal sehen. Ne? Guckst du mal hier und hier. Ne? Die sehen sich natürlich ähnlich, klar, keine Frage, weil es ist derselbe Mold, logisch, aber alle Dorps sehen sich irgendwie ähnlich. Aber irgendwie ist das schon wie eine andere Figur. Ne? Oder nicht? Ist doch so. Hm? Klar, ist beides Skeletor, aber ist schon ziemlich anders. No, hier stellt sich gar nicht die Frage, ne? Habe ich ja eben schon erwähnt. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Figuren. Ne? Und bei Merman war das eben nicht so, weil der andere Merman einfach nur blau war. Alles, was hier grün ist, war bei dem Merman blau und das fand ich langweilig. Fand ich einfach doof. Und habe ich gesagt, nö, den brauche ich nicht. Das wird wahrscheinlich der sein, der am Ende am meisten wert sein wird, aber dafür sammle ich die Sachen nicht. Ich sammle die Sachen, weil sie mir gefallen und der Merman hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich mir den nicht mitbestellt. Ich muss das auch nicht alles komplett haben. Ich sammle nur das, was ich gut finde. Und das solltet ihr auch tun, denn letzten Endes ist das euer Regal. Klar, ist euer Geld, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Aber es schockt doch viel mehr, weil man Sachen hat, die man auch selber schön findet, oder? Ist doch blöd, wenn ihr was habt. Ja, ich hab's jetzt vollständig, aber ich mag den gar nicht. Och,
eigentlich die richtige Lösung, oder? Ich bin auf jeden Fall total begeistert. Ich freue mich, dass ich sie endlich habe, die ganzen Masters-Sachen. Und ich warte auf den Faker und ich warte auf den Battle Cat. Und ich freue mich darauf, euch auch die zeigen zu können. Und es gibt da ja noch ein paar andere Figuren, die ich euch hoffentlich bald mal zeigen kann zu den Masters. Und da könnt ihr gerne mal drauf warten. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Tschüssikowski, ihr Masters-Fans.